Seit Anfang April führt das Kreisgesundheitsamt flächendeckende Testaktionen auf Coronavirus in Pflegeheimen und Altenheimen durch. Und ältere Menschen, Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, sind für besonders schwere Verläufe der Corona-Infektion gefährdet. Wir wissen auch, dass man völlig symptomfrei in sich das Virus tragen kann und potenziell auch übertragen kann. Man schätzt zum Beispiel, dass circa 2 Tage vor Auftreten der Symptome die Person schon ansteckend ist. Und so durch diese Testungen wollen wir unbekannte Infizierte frühzeitig erkennen und somit weitere Infektionsketten vermeiden. Ja, wir schätzen, dass wir circa 130 bis 150 Einrichtungen insgesamt zu testen haben und diese Aktion wird deswegen noch einige Monate dauern. Bei der Planung unserer Testaktionen werden wir dann immer wieder Einrichtungen priorisieren, in denen Corona-Fälle auftreten. Das Veterinärlabor in Münster bietet uns aktuell erhöhte Kapazitäten für diese Corona-Tests an. Mit diesen flächendeckenden Aktionen wollen wir vor allem die Risikogruppen der alten und kranken Menschen unserer Gesellschaft besonders schützen. Die Einrichtungen sind sehr dankbar für diese Angebote, weil sowohl die Mitarbeiter als auch die Bewohner machen sich natürlich aktuell Sorge, weil sie wissen, dass die älteren Menschen eine besondere Risikogruppe darstellen.